nähern wir uns vom Brenner kommend der alten Bergbaustadt Sterzing, dem Zentrum des südlichen Wipptales, sticht uns schon von weitem ihr Wahrzeichen, der Zwölferturm, ins Auge. Eine Einkehr in dieses malerische Städtchen lohnt sich allemal. In Richtung Westen zweigt hier das Rittnauntal ab, mit den saftigen Wiesen, malerischen Hügeln und kleinen Dörfern, wohl eines der schönsten Hochtäler im Alpenraum. Unzählige Rinnsale und Bäche zerfurchten die Talhänge und formten in Jahrtausenden Gräben und so manche wildromantische Schlucht, wie die Gilfenklamm bei Stange. Ausgedehnte Wälder, Almwiesen, Bergseen, endlose Gebirgszüge und schließlich die Gletscher- und Hochgebirgsregion mit der höchsten Erhebung, dem Zuckerhütl, auf 3507 Meter Meereshöhe. Jahrhunderte hindurch wurde das Tal geprägt vom Leben und der Arbeit der Bergbauern, vom einfachen Handwerk. Trotz der zunehmenden Technisierung und des aufblühenden Fremdenverkehrs sind die alten Traditionen, Bräuche und Sitten in der Bevölkerung noch tief verwurzelt und präsent geblieben. Nicht nur die Felder im Talboden, auch die Wiesen an den Hängen, die Wälder, Almen und Bergmäler werden bearbeitet und gepflegt. Aus ehemals großen Urhöfen sind charakteristische gepflegte Weiler entstanden. Man legt Wert auf die traditionelle Herstellung und Verarbeitung hauseigener Produkte. Das großartige Landschaftsszenario des Rittnauntales lädt in erster Linie zum Wandern ein. Jeder erfreut sich an der schönen Natur und findet seine gewünschte Wandermöglichkeit. Vom gemütlichen Spaziergang im Tal über leichtere Wanderungen durch die Wälder hoch zu den Almen und Viehherden bis zum Bergsteigen im Hochgebirge. Zahlreiche Alm- und Schutzhütten bis auf über 3000 Meter Meereshöhe laden ein zur Rast und Stärkung, zu einem gemütlichen Plausch mit Einheimischen, zur bereitwilligen Auskunft und Hilfeleistung. Fahrten auf dem Mountainbike, Paragliding, Kutschenfahrten, Reiten und eine schier endlose Wellness- und Fitnesspalette in den Hotels bieten Möglichkeiten, den Urlaub aktiv, spannend, erholsam und genussvoll zu gestalten. Ein Teil der sportbegeisterten Jugend, wie hier die Biathletinnen und Biathleten, beginnen ihr Training für die Wettkämpfe bereits im Sommer. Fast ein Jahrtausend förderten Heerscharen von Bergleuten am Schneeberg unter extremsten klimatischen und arbeitstechnischen Bedingungen wertvolles Silber, Blei und Zink zutage. Erst 1985 ist das Bergwerk geschlossen
und zu einem europaweit einzigartigen Besucherbergwerk, der Bergbauwelt Rednaun Schneeberg, umgestaltet worden. Die Besucher können hier förmlich ins Bergwerksgeschehen eintauchen. Denn die gesamte Produktionskette eines Bergwerks ist erhalten geblieben. Vom mühsamen Erzabbau über den Transport bis zur Erzaufbereitung erleben wir den gesamten Prozess. Beeindruckend ist auch der kleine Schauraum mit der Nachstellung der gigantischen Gestalt der Maria Fassnauer aus Rednau. Die Riesin von Tirol wurde sie genannt. Und sie war zu ihren Lebzeiten um 1900 die größte Dame der Welt. Die Bergmannsuniform der Knappenkapelle erinnert an jahrhundertelangen Bergbau am Schneeberg und an den ehemals hohen Stand der Bergleute. Jagd und Fischerei gehören zu den ältesten Tätigkeiten der Menschheit überhaupt. Im prunkvollen Barockschloss Wolfsturm in Marat ist das Jagd- und Fischereimuseum eingerichtet. Es bietet unterhaltsam aufbereitete kulturhistorische Informationen über Wild und die Jagd, über jagdliche Volkskunst und über die Fischerei. Hervorragende Voraussetzungen für den alpinen Skisport finden wir im nahegelegenen Skigebiet Ratschingsjaufen, ausgestattet mit modernsten Lift- und Serviceanlagen und 25 Kilometer bestens präparierter Pisten. Wo kann Langlaufen schöner sein als in Rednau? Die Landschaft, die Schneesicherheit und die gut präparierten Loipen sind einfach ideal. Rednaun hat sich zu einem Zentrum für Biathlon und Langlauf entwickelt. Es finden nicht nur nationale und internationale Rennen statt. Sportgruppen aus dem Ausland wählen mittlerweile das Tal vermehrt für eine optimale Vorbereitung auf die Wettkämpfe. Mittlerweile erfreuen sich immer mehr Menschen in Rednaun am Wandern durch die verschneite Landschaft, an den Skitouren durch tiefen, unberührten Pulverschnee. Na dann, ein herzliches Glück auf in Rednaun.